Zahnärztliche Notfalli bei Kindern kann ihn erschreckend und stressig sein, besonders wenn man nicht weiß, wie man in dieser Situation richtig reagieren soll. Als Elternteil ist es wichtig, gut informiert zu sein und zu wissen, was im Falle eines zahnärztlichen Notfalls bei Ihrem Kind zu tun ist. In diesem Video werden wir verschiedene Arten von zahnärztlichen Notfällen bei Kindern sowie die entsprechenden Maßnahmen diskutieren, die Eltern ergreifen können, um ihren Kindern in solchen Situationen zu helfen. 1. Zahnschmerzen. Zahnschmerzen können bei Kindern sehr häufig auftreten und können verschiedene Ursachen haben, darunter Karies, Zahnfleischentzündungen oder Zahnverletzungen. Wenn Ihr Kind ein Viertel bis starke Zahnschmerzen klagt, ist es wichtig, zuerst den Mund Ihres Kindes zu inspizieren, um zu sehen, ob sie Zahnprobleme erkennen können. Spa ein Viertel len Sie den Mund Ihres Kindes mit warmem Wasser und lassen Sie es auf einem K1/Lappen beiern, um die Schmerzen zu lindern. Vereinbaren Sie dann umgehend einen Termin bei einem Zahnarzt, um die Ursache der Zahnschmerzen festzustellen und die notwendige Behandlung zu erhalten. 2. Zahnverletzungen. Zahnverletzungen wie abgebrochene oder ausgeschlagene Zähne können bei Kindern häufig vorkommen, insbesondere während des Spielens oder Sporttreibens. Im Falle einer solchen Verletzung ist es wichtig, Ruhe zu bewahren und schnell zu handeln. Wenn ein Zahn Ihres Kindes abgebrochen ist, spa ein Viertel len Sie den Mund mit warmem Wasser und bewahren Sie den abgebrochenen Zahn in Milch oder Speichel auf, um ihn feucht zu halten. Bringen Sie das Kind dann sofort zum Zahnarzt, da die Chance besteht, den Zahn wieder einzupflanzen, wenn dies schnell geschieht. 3. Lockerer Zahn. Ein lockerer Zahn kann ebenfalls ein zahnärztlicher Notfall sein, besonders wenn dies durch einen Unfall oder eine Verletzung verursacht wurde. Ist der Zahn nur leicht locker, können Sie versuchen, das Kind dazu zu bringen, nicht auf den Zahn zu beißen und weiche Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Bei einem stark hergelockerten Zahn sollten Sie umgehend einen Zahnarzt aufsuchen, um eine professionelle Bewertung und Behandlung zu erhalten. 4. Zahnfleischverletzungen. Zahnfleischverletzungen können durch Zahnfleischentzündungen, Verletzungen oder Traumata verursacht werden und sollten ernst genommen werden, da sie zu ernsthaften Komplikationen führen können. Bei Zahnfleischverletzungen sollten Sie den Mund Ihres Kindes mit warmem Salzwasser ausspa ein Viertel len und bei anhaltenden Schmerzen oder Blutungen sofort einen Zahnarzt aufsuchen. 5. Eingeklemmter Fremdkörper. Wenn Ihr Kind einen Fremdkörper im Mund oder zwischen den Zähnen hat, kann dies zu Schmerzen oder Beschwerden führen. Versuchen Sie nicht, den Fremdkörper mit scharfen Gegenständen selbst zu entfernen, da dies zu weiteren Verletzungen führen kann. Bringen Sie das Kind zu einem Zahnarzt, damit dieser den Fremdkörper sicher entfernen kann. Insgesamt ist es wichtig, im Falle eines zahnärztlichen Notfalls bei Ihrem Kind Ruhe zu bewahren und schnell zu handeln. Vereinbaren Sie umgehend einen Termin bei einem Zahnarzt, um eine professionelle Beurteilung und Behandlung zu erhalten. Darüber hinaus ist es wichtig, regelmäßige Zahnarztbesuche Ihr Kind zu planen, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Denken Sie daran, dass ein zahnärztlicher Notfall bei Ihrem Kind nur ein vorübergehendes Problem ist und mit der richtigen Behandlung und Pflege behoben werden kann. Als Elternteil ist es Ihre Aufgabe, Ihr Kind in solchen Situationen zu unterstützen und ihm die notwendige Hilfe zukommen zu lassen. Indem Sie gut informiert sind und wissen, wie Sie in einem zahnärztlichen Notfall bei Ihrem Kind richtig reagieren können Sie dazu beitragen, dass Ihr Kind optimale zahnärztliche Versorgung erhält und gesunde Zähne und Zahnfleisch behält.